Audio Now. Aber sonst ist das Königshaus eigentlich ja ganz entspannt. Muss die ihren Hintern immer so irgendwo reinstrecken, weil die ist 19 Jahre alt und mit ihrem Hintern kann die auch Tennisbälle fangen, ne? Der ist so besonders, dass der schon wieder mehr als besonders ist. Ich kann ja auch lieb. Willi Herren und seine Frau sind getrennt. Oh. Das Fragezeichen der Woche. Irgendwie ist momentan ja so eine kleine Flaute, ne? Irgendwie ist so gar nicht großartig viel Interessantes, worüber ich so quatschen kann. Also da bin ich not amused. Apropos not amused, kann dieser Prinz Endo nicht einfach mal langsam zugeben, dass er seine Finger da hatte, wo sie nicht hingehören und gut ist? Also weiß ich nicht, warum muss das denn alles wieder so vertuscht werden? Das geht mir langsam echt auch auf die Nüsse. Ne, das ist auch so eine Sache so, die meinen auch immer irgendwie, dass die dann mit allem davonkommen. Ja, also finde ich nicht in Ordnung, weil man hat mich in das Bild reinretuschiert, die Hand wurde da reinretuschiert. Man sollte dir mal lieber ein bisschen Gehirn reinretuschieren, mein Freund. Geht ja gar nicht. Was soll das denn? Und wenn der eigene Vater schon sagt, weißt du, Junge, jetzt steh mal langsam zu deinen Taten, also dann sollte man da auch wirklich mal hingehen. Aber sonst ist das Königshaus eigentlich ja ganz entspannt, ne? Die sind ja alle schön, die freuen sich auf Weihnachten, ich mich übrigens auch. Ich hoffe ja, dass ihr euch auch auf Weihnachten freut, weil das ist ja gar nicht mehr so lange hin und nach dem Weihnachten kommt ja Silvester und dann kommt für mich ja eigentlich das Highlight des Jahres, das Dschungelcamp. Da quatschen wir nächste Woche einfach mal ein bisschen drüber, weil ich liebe das Dschungelcamp und ich freue mich da schon drauf. Wattenteneff. Ja, jetzt war diese Woche ja wieder unheimlich viel Herr Wendler mit seiner jungen Freundin in der Bild-Zeitung. Und ich weiß nicht, muss die ihren Hintern immer so irgendwo reinstrecken? Weil ich will ja jetzt nicht hämisch sein oder hetzen, aber die ist 19 Jahre alt und mit ihrem Hintern kann die auch Tennisbälle fangen, ne? Also das muss man ja schon mal ganz ehrlich sagen, weil so die mega sportliche ist sie ja jetzt auch nicht. Was ich persönlich ja jetzt gar nicht so schlimm finde, weil man muss nicht immer Sixpack und dies und das und jenes, aber muss man dann aber meinen, immer alles zeigen zu müssen? Ist das so wichtig? Also ich weiß nicht, ich finde, dass Herr Wendler einfach nur die junge Dame vorführt und sie das auch gerne mit sich machen lässt. Also ich finde das irgendwie schon ein bisschen schräg und ein bisschen scheiße. Und mir geht das auch langsam auf den Sack, weil ich habe keine Lust, irgendwo immer irgendwas aufzumachen und ewig dir in den Arsch zu sehen, weil der ist jetzt nicht so toll. Das sieht nicht so klasse aus. Finde ich schon ein bisschen kacke. Herr Wendler, wenn Sie mal 5 € für ein Stück Stoff brauchen, sagen Sie mir nicht Bescheid. Der Mensch der Woche. Freunde der hörenden Zunft, ich habe heute jemanden ganz, ganz Besonderen hier. Der ist so richtig besonders. Ich habe gerade mit dem gearbeitet und der ist so das besonders. Kannst du arbeiten? Der ist so besonders, dass der schon wieder mehr als besonders ist. Mit dem, das ist mein Interviewpartner tatsächlich vom ersten Interview. Jetzt können ja manche sagen, ah, kriegst du keine anderen mehr. Stimmt. Nein, aber wir haben halt noch viel zu quatschen und der wird auch noch öfter dabei sein, weil der Herr Jürgen Milski und ich nämlich sehr gute Freunde sind. Hallo Jürgen. Ach, grüß dich. Aber es ist interessant, was du arbeiten nennst. Also für mich war das jetzt hier so, alles klar, wir zwei rechnen das ja als Arbeit ab, logischerweise. Ja, ne? Normal. Man kann ja eigentlich gar nicht glauben, dass wir auch Geld dafür kriegen. Ja, aber du hast ja doch eben den Rücken gehalten und hast gesagt, wie kaputt du bist. Gestern vom Tennisspielen war das ja. Ach so, vom Tennisspielen, genau. Ja. Also dazu muss man nicht sagen, vorgestern von dem Vernichten des Weines mit meiner Frau, ne? Halt die Klappe. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich habe gestern mit der Nicole ein paar Wein zusammen getrunken. Und wir mussten wirklich feststellen, dass wir beide Kopfschmerzen hatten danach. Ja, ich glaube, die 12. Flasche, nein, Quatsch. So viel haben die beiden nicht. Nee, der Jahrgang hat, glaube ich, Der Jahrgang hat nicht mehr gestimmt, ne? Weil die haben bei 1800 angefangen und bei 2017 aufgehört, ne? Jürgen, worauf ich noch mal so ein bisschen kommen möchte, ist so ein bisschen über deine Arbeit würde ich gerne reden. Vorher habe ich noch ein, zwei Sachen, die ich dich gerne
gerne noch mal fragen möchte. Wann warst du das erste Mal verliebt? Das erste Mal verliebt? Boah, ich bin ja schon so alt, das ist auch deswegen schon unheimlich lange her. Ne? Ja, ja. Ich glaube, warte mal, das erste Mal verliebt war ich mit 12, 13. So spät? Ja, und zwar habe ich zwei Schulkameradinnen, mit denen war ich abwechselnd immer zusammen. So als, ehrlich? Ja. Und die eine hieß Maria und die andere Anna. Ja. Die eine war Kroatin und die andere war Italienerin. Ach, und ich konnte mich zwischen den beiden nie entscheiden. Und ich glaube, mit der Maria war ich in der Zeit 7-mal zusammen und mit der Anna 8-mal. Heftig. Da klopft es an der Tür. Genau, ne? Ich gehe mal gerade gucken. Ja. Warte mal. Also ich finde das ja schon ziemlich heftig, wenn man, das ist das Team nochmal, die haben wieder irgendwas vergessen, wie immer. Achso, die Schwarze neben der Weißen, ja, alles klar. Was hat er vergessen? Ach, die Jacke, okay. Ja, aber wenn man so oft mit Mädels zusammen ist, dann schwierig zum Festlegen. Ne? Nee, Mädels fand ich schon immer toll. Ja, okay, ja. Aber konntest du dich nicht festlegen. Mit welcher hast du denn zuerst rumgeknuscht? Boah, ich glaube mit der Anna. Ja. Mit der Anna bei uns im Treppenhaus damals, wo wir gewohnt haben. Mit Zunge oder ohne? Mit, glaube ich. Okay. Mit, das erste Mal mit, ja, ja. Genau. Ja. Also das erste Mal mit Anna habe ich mit Zunge geküsst. Aber später war ich nie mit, also wir waren dann später gute Freunde so, aber nie, da ist wirklich nie, das war ja so eine Kinderei, ne? Ja, ja. Kennst ja, ja selber her. Ja, so Zungenkuss der erste, das war schon das YouPorn von heute, ne? Ja, das stimmt. Also das war schon heftig, ne? Und ich erinnere mich, so platonische Liebe war mit der Blonden von ABBA. Anna Fried? Auf jeden Fall die Blonde, weiß ja jeder, wer gemeint ist. Genau, die Blonde, die habe ich, es gab da früher einen Bravo-Starschnitt. Ja. Und ich habe von ABBA den Bravo-Starschnitt bei mir an der Wand gehabt. Und daneben hing ja direkt der Hans-Joachim Stuck mit dem Ford Capri. Ach so, okay. Aber den war ich nicht verliebt. Da warst du nicht verliebt drin, ne, in den Ford Capri. Aber den hast du immer getroffen, auch immer. Aber es gibt ja so einen Fetisch, da lieben Leute ihr Auto so. Das habe ich Autos, mal gesehen. Ich habe letztens gesehen in einem... Bericht, das war so geil. Die wollte den Eiffelturm heiraten. Ja, genau. Die Alte war in den Eiffelturm verliebt und wollte ihn heiraten. Genau. Manche die Leute, schmusen dann auch damit, ja, ne? Ja, das ist so. Aber ganz ehrlich, Jürgen, ich kann mich darüber gut lustig machen. Ich finde das witzig. Aber ich verurteile so etwas nicht. Weil ich der Also Meinung den Eiffelturm bin, jetzt nicht. Den nee, beides. Also diese Aha. Liebe. Weil man sucht sich das nicht aus. Und ich bin da echt ein sehr, sehr freidenkender Mensch. Solange man keinen anderen wehtut, solange man keinen anderen Menschen zu irgendetwas zwingt, finde ich das überhaupt nicht. Ja, aber vielleicht will der Eiffelturm das ja gar nicht und der kann sich aber nicht dazu äußern. Ja, das stimmt. Ne? Der kann nicht weglaufen. Ja. Okay. Müsste man mal gucken, wie die Schwingungen dann in die Chakren im Eiffelturm sind. Das ist natürlich so. Was war dein erstes Auto? Mein erstes Auto, kann ich mich auch noch wie heute dran erinnern, das war ein Ford Taunus Coupé. 1,3 Liter, 55 PS, in grün, so ein Metallic-Grün. Mit Vinyldach? Mit schwarzem Vinyldach? Nee, der hat kein Vinyldach gehabt. Und die Farbe fand ich jetzt aber nicht so toll. Und weil wir die besten Beziehungen hatten, mein Vater hat ja bei Ford gearbeitet, hat Kollegen, die auch so ein bisschen nebenbei was gemacht haben, ist der Wagen dann direkt in die Lackiererei, alles komplett weiß lackiert. Echt? Mit so, kennst du noch diese drei verschiedenen Blaus von Ford? Da gab es so Zierstreifen auf genau, den Türen. Genau. Und die habe ich das mir drauf geklebt. Das hatten doch früher dieser Ford Capri 2,8i. Ja, ja. Da hatte man ein Auto, das hatte irgendwie 100 PS. Da warst du einer, ne? Das war ja heute phänomenal. Heute hat jedes Fahrrad 100 PS, ne? Das ist irre, oder? Das ist irre, ne? Ja, das war mein erstes Auto. Den habe ich so, lass mal überlegen. Ich glaube, 3 Jahre gefahren. Und danach habe ich so einen großen Ford Granada gehabt. Der hat ein Vinyldach gehabt, in Rot, mit einem schwarzen Vinyldach. Genau. 2,3 Liter V6, unzerstörbar, dieses Auto, wenn du da regelmäßig... Der hat sich angehört wie so ein Abi durch den V6. Genau. Der unzerstörbar, wenn du da immer einen Ölwechsel gemacht hast, alles wunderbar. Und den habe ich 4 Jahre gefahren, bis ich ihn vergessen. Hast du mit so einem Ding mal im Autokino? Hast du mal Knickknack gemacht? Knickknack im Autokino haben wir nicht gemacht, aber ich war schon mal im Autokino. Ja. Aber Knickknack habe ich noch nicht gemacht, ne. Okay. Ja, interessiert mich. Ja, klar. Kann ich mir vorstellen, dass dich das interessiert. Bist du auch Mofa gefahren? Ja,
Mofa. Mein erstes Mofa war eine Damm Scout. Und jetzt fragt jeder, ja, wo gab es die? Halt, ja. Die gab es nur in der Fegro. Kennst du die Fegro, dieser ja, Großmarkt? Ja, Selbros ist hier ja, noch ja, genau, das hieß ja früher Fegro. Ja, genau, das hieß ja, genau. Und da gab es ja ein Mofa, Damm Scout hieß die. Und wir haben halt damals nicht viel Geld gehabt. Und das war ja. Das habe ich mir auch noch gebraucht gekauft. Aber ja. Diese, ich weiß, dass das die Fegro verkauft hat. Gebraucht gekauft für, weiß ich nicht mehr, ich glaube 300 D-Mark damals. Das war damals viel Geld, ne? Ja, also für uns auf jeden Fall. Das war damals richtig. Ich habe eine Herkules gefahren, eine Prima 5S. Aber, ja, aber Herkules warst du aber schon ganz weit vorne. Mark. Die Krönung war ja damals, das weißt du. Weißt du, was ich gefahren bin danach? Malaguti, Ronco, Viergang-Fußschaltung. Das war das Gelbe vom Ei. Das war. Boah, das Malaguti war der Hammer. Malaguti, Ronco. Vor allem, konntest du frisieren bis hinten Junge, zum Anschlag. Die ist 90 und, ja. Und ich hab noch einen Satz. War aber Mofa, durfte eigentlich Mofa. Nur 25, ja, ja. Ne? Und ich hab noch einen Satz liegen gehabt, damit ist die 130, 140 gefahren. Aber den durfte ich von meinem Vater, wusste, dass das frisieren ja. Ist alles. Aber da hat mein Vater gesagt, komm, mach da nicht ja. Drauf. Ja, aber. Lass das. Ja. Haben wir natürlich auch alle. Nur die Damm Scout, die konntest du nicht frisieren. Da gab es ja keine Teile für. Irgendwo, ne? Ja, wir haben früher, also gängig war Kolben gefenstert. Genau. Eine andere Kolben. Düse rein. Ja, der andere Vergaser. Also, Vergaser, Luftfilter. Ja. Ne? Das ja. Waren so, das Erste, was man, gemacht hat, ist den Krümmer kürzen. Genau. Das waren schon mal die ersten 2 km/h. Und früher waren wir ja so bekloppt. Heute würden sich die ganzen Umweltschützer wieder beschweren. Wir haben ja früher alles aus dem Auspuff rausgeholt, was ja, da drin war. Die musste sich ja auch anhören. Die musste sich ja anhören, ne? Ja. Das war, du konntest damals, das war geil, bei einer Peugeot 103 SP, konntest ja. Du von dem 101er SP das Schwungrad drauf machen. Junge, das Ding ist ja, 60 gefahren. Stimmt. Und das hat kaum ein Polizist gewusst, ja. Ne? Was wir noch alles wissen. Wir waren ja so richtig, also wir haben ja Mofas gehabt, jahrelang, und wir haben richtig Ahnung gehabt. Ja, was für Vergaser. Hat man komplett auseinandergeschraubt. Ja. Ich weiß noch, ich habe das beim Auto gemacht. Ich habe einen Volvo Amazon gefahren, Baujahr 66. Mhm. Und da war ein Mikuni Flachschiebevergaser drauf. Und den habe ich runtergehauen und habe einen 4er Weber drauf geknallt. Ne? Natürlich den Motor auch ein bisschen ja. Gemacht und so. Ne? Und richtig geil, dann wurde ich angehalten. Und dann hat er gesagt, was haben Sie denn da für einen Vergaser drauf? Ich sage, ja, das ist doch jetzt viel, viel besser. Ich sage, da ist so und so ein Flachstromvergaser drauf und. Und dann habe ich dem da einen vom Pferd erzählt und der Typ hat gesagt, okay, das finde ich ja gut. Dann habe ich das Ding zugemacht, der hatte normal 75 PS, der hatte 180 PS auf der Hinterachse, auf dem Prüfstand, ne? Und dann bin ich einfach weitergeknattert, ne? Ja, aber das kann ja, so glaube ich, heute nicht mehr passieren, weil heute sind die richtig super ausgebildet. Ja, die sind heute anders. Polizisten. Ja, ja, heute ist vorbei. Ja, aber heute ist anders, aber früher, es war aber früher auch, wenn man ganz ehrlich ist, ich finde die Welt, die dreht sich momentan einfach zu schnell. Du darfst ja nichts mehr sagen. Du darfst ja nichts mehr machen. Mein Kumpel Jan Laik hat ja letztens in einem Facebook gemacht, da hat er ja auch gesagt, es gibt keine Mitte mehr und das finde ich auch. Es gibt nur noch rechts, es gibt nur noch links. Du darfst nichts mehr sagen, alles ist falsch, nichts ist richtig und wir waren früher, das war locker freier. Bei uns. So wir freier, freier irgendwie. Ja, ne? Ja, stimmt. Komm, wir machen jetzt Scheiß auf deine Arbeit. Wir machen einfach mal so ein bisschen, was mich auch interessiert. Wie siehst du das Internet? Findest du Internet jetzt, boah, das ist richtig geil, das ist eine richtig coole Sache? Oder findest du so, dass das Internet schon irgendwo auch ein Störfaktor ist und viel kaputt. Ja, voll, finde ich. Ich finde zum Beispiel, wir hatten früher eine viel schönere Kindheit, weil wir haben uns in der Schule verabredet, haben gesagt, pass auf, jetzt geh ich schnell nach Hause, machen unsere Schularbeiten und dann gehen wir Fußball spielen. Heute sitzen die Leute oder die Kinder, Jugendlichen glotzen nur noch auf ihr Handy. Gehen wir auf die Straße raus und dann guckst du mal, wie viele Jugendliche nach oben gucken oder sich noch unterhalten. Ist kaum ich bin letzte ne? Mal, ich war letzte Mal auf einer Veranstaltung, da saßen, ich glaube, 18 Missen an einem so langen Tisch. Da hat keine mit der anderen geredet, sondern haben alle auf ihr Handy geglotzt und mussten posten und liken und so. Also ich finde, wir haben die viel schönere Kindheit, die viel schönere Jugend gehabt. Und
Man kann es echt übertreiben, ne? Ich finde auch, dass das viel kaputt macht. Ich finde auch, das macht unsere Innenstädte kaputt. Weil wie viel wird bestellt? Guck mal, wie lange hat Bill Gates gebraucht, um der reichste Mann der Welt zu werden? Und wie lange hat, Amazon ja, gebraucht? Der hat mit dem Finger geschnippt und hat so viel Kohle gemacht. Der hat sich scheiden lassen, hat sein Alter ausbezahlt. Aber mal richtig, Junge, das nicht ein Million, schön. Das halbe Bruttosozialprodukt von Deutschland, verstehst du? Und der ist immer noch der reichste Mann der Welt. Ja. Ich finde das erschreckend. Ja, ich finde das echt erschreckend. Genau, aber das kann ja jeder für sich selber so ein bisschen einteilen. Das mache ich auch. Ich bin auch nicht so ein Freak. Ich bin zwar auch bei den sozialen Medien und gucke da auch mal rein. Das ist Job. Ja, genau, aber auch nicht so übertrieben viel. Und ich will das gar nicht. Ich will das alles so gar nicht. Natürlich ist es angenehm. Jetzt mal nur ein Beispiel. Du musst jetzt nicht mehr einen Brief von Hand schreiben, das in ein Kuvert reintun und dann Post und dann im Briefkasten. Ja, das ist natürlich schön, dass man einfach nur auf den Knopf drückt und dann kannst du es abschicken. Ist ja wunderbar. Ist Segen und Fluch. Ja, auf jeden Fall. Ne? Weil ich erwische mich manchmal auch, aber das Problem, also ich erwische mich manchmal, dass ich auch was bestelle im Internet, aber das Problem ist, manchmal bekomme ich Sachen draußen nicht, weil letztens wollte ich mein Lieblingsparfüm holen und ich habe mein Lieblingsparfüm nicht bekommen im Laden. Und dann bist du gezwungen, das im Internet zu bestellen. Dann bestelle ich das. Die sagt, das gibt es nicht mehr. Und dann gucke ich im Internet, gucke bei der großen Kette mit D und dann haben die das. Und dann habe ich gesagt, komm, dann bestelle ich das halt. Und ein Freund von mir wollte einen Schuh von mir haben. Da haben die gesagt, nee, den gibt es nicht in deiner Größe. Und dann guckt er im Internet und dann gibt es den Schuh in der Größe. Das ist es, ja. Und das ist dann auch manchmal, wo ich so denke, das finde ich echt scheiße irgendwie. Ne? Ja, aber das hat ja damit zu tun, dass die Einzelhändler in der Stadt nun auch mit ihr Sortiment ein bisschen zurückschrauben, weil halt immer weniger Leute in die Stadt kommen und dann einkaufen. Und dann denken die, und dein Parfüm jetzt zum Beispiel hier, Frittenfett 2000, das nehmen halt nicht so viele. Was du dir auch gewünscht hast, ne? Habe ich ja gehört. Ne? Das hast du dir auch gewünscht. Guck mal, was da rot wird. Ne? Schade, dass wir jetzt kein Sicht haben. Du hast Frittenfett 2000 ja auch, du schäbigen Vogel. Ne? Ja, stimmt. Nee, das ist schon cool. Jetzt steht der Dschungel demnächst wieder an. Freust du dich drauf? Ich bin ja der größte Fan von solchen Formaten, ne? Ja, wir zwei sind Riesenfans davon. Ne? Vielleicht schaffen wir das ja. Einmal haben wir es ja schon zusammen geguckt, letztes Jahr bei Die Stunde danach, bei RTL Plus und so waren wir ja. Vielleicht schaffen wir es diesmal öfters, weil ich finde es halt, das wird von den Medien außen hin, von der Presse, immer so als Trash verkauft. Für mich ist das überhaupt kein Trash. Für mich höhere Psychologie. Ist es auch, ja. Das finde ich halt so geil, mit was für Vorstellungen und Gedanken und Wünsche die Menschen in diesen Sommercamp oder bei Dschungel reingehen. Die haben ja irgendeinen Plan und der Plan geht aber von vorne und hinten nicht auf, weil die Realität sich schnell öffnet und du dich nicht die ganze Zeit verstellen kannst und dann jeder sehen kann, wie ist dieser Mensch. Und ich finde das versuchte Verstellen, was ja viele machen, finde ich total interessant. Und dann, was im Endeffekt dabei rauskommt. Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Ist so, ne? Ja. Deswegen haben ja auch so Menschen wie du und ich relativ viel Erfolg, weil die einfach so sind, wie sind. Die müssen sich nicht verstellen. Wir sind einfach, wie wir sind. Entweder nimmt man uns so, wie wir sind, oder nicht. Und das ist halt das Schöne. Ich würde ja verrückt werden, und du, glaube ich, auch, wenn du dein ganzes Leben lang eine Rolle spielen musst. Nein, das geht gar nicht. Viele, viele fragen mich auf der Straße, Mama, bist du wirklich so? Ich so, ja. Ja, ich bin tatsächlich so. Wenn mich was aufregt, drehe ich auch komplett durch. Das ist nach einer Minute dann aber auch wieder gut. Aber stell mal vor, du schauspielerst das wirklich. Ja, das ist anstrengend. Das ist sehr, sehr anstrengend. Alter Schwede, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Null. Ja, deswegen sind diese Formate für mich aus dem Psychologischen, vom Psychologischen her, sind für mich total interessant und Riesenexperimente. Weißt du, ich sag dir nur eins. 40% Einschaltquote. Worüber reden wir? 38%, verstehst du? Andere, da sagen die schon bei 15%, boah, ist das erfolgreich. Ja. Weißt du, ich sage immer, es ist das angesagt, was der Zuschauer sehen möchte. Und aus welcher Intention der Zuschauer das sehen möchte, hinterfrage ich dann zum Zweiten. Weil ich empfinde auch, dass das Dschungelcamp wirklich, wie du auch eben sagtest, richtig heftig Psychologie ist. Ja, natürlich. Wie du die Menschen siehst am Anfang, aber auch der Verfall der Menschen, die kommen am Anfang da rein als stolze Pfauen und nach 5 Tagen, hör mal, denkst du, Alter,
Ich habe mal gesagt, hier bei Sommerhaus der Stars fand ich das lustig, da habe ich mir die angeguckt bei Mainzug, konnte das dann durch Dresden nicht gucken, habe das nach 4 Tagen gesehen. Ich habe gesagt, haben die ausgetauscht durch die hässlichen Geschwister oder was ist da jetzt gerade? Ja, da ist ja das Interessante, du siehst die vorher halt voll gestylt, ne? Und geschminkt und irgendwann... Im Jogger. Einfach nur noch im Jogger, der 2 Nummern zu groß ist. Der Lipgloss hängt dann unten an der Wange, weil sie keinen Bock mehr haben, sich in dem Süff fertig zu machen und gut ist. Ja, das ist doch das Interessante. Dann weißt du ganz genau, so hängen die auch zu Hause ab. Genau. So wie jeder andere auch. Ungeschminkt und ungestylt. Genau. Und da hast du bei mir auch gerade wieder eine offene Tür gemacht. Ich finde ja auch immer so geil, ich möchte mal an alle junge Mädchen und überhaupt an alle Mädels da draußen einen Appell losschicken. Glaubt bitte nicht, was ihr im Fernsehen seht. Glaubt mir, ich habe viele Menschen geschminkt und ungeschminkt gesehen und ich bin manchmal dran vorbeigelaufen. Da wurde mir gesagt, hey, Deffi, was ist los? Und dann habe ich mich umgedreht, ja und wer bist du so? Ne? Nein, das ist nicht böse gemeint. Das ist echt nicht böse gemeint. Nur, man muss eine Bella Hadid und wie die alle heißen und eine Heidi Klum und eine Claudia Schiffer und wie sie alle heißen, wenn du die Damen auf der Straße siehst, sehen die alle nicht so aus wie im Fernsehen. Ja, und das ist eh nicht das Wichtigste. Es wird ja immer im Vordergrund gestellt, dass das Wichtigste ist. Optik und so. Natürlich wollen wir auch gut aussehen, aber man sollte das nicht so im Mittelpunkt stehen. Und das alles, dass das alles nur noch um das Aussehen geht. Das ist es gibt wichtigere Sachen im Leben. Ich bin ein 50-jähriger Mann. Und ich hatte ja jetzt so, ich war ja richtig dick, dann habe ich was abgenommen, dann hatte ich wieder leicht zugenommen, jetzt bin ich wieder runter. Aber ich habe gedacht, ich bin ein 20-jähriges Influencer-Girl, wie oft irgendwelche Menschen dann kommentieren, oh, hast du wieder zugenommen? Oder du stehst mal unvorteilhaft und der Bauch guckt was weiter raus oder so. Oh, jetzt haben wir aber wieder 10 Kilo drauf. Das Geilste, weil ich war letztens beim Edeka und dann bin ich durch die Regale gegangen. In einem Regal meinte einer zu mir, boah, hast du abgenommen, jetzt hör aber mal auf, du darfst jetzt nicht weniger werden. Ich stand an der Kasse, Jürgen, originalen Typ neben mir, na, bist aber auch wieder ganz schön fett geworden, ne? An dem gleichen Tag, in dem gleichen Laden. An dem gleichen Tag, in dem gleichen Laden, bei dem gleichen Einkauf. Ich wollte erst sagen, geh mal zu dem da hinten mit dem Anorak und unterhalte dich mal mit dem über meine Figur, weil eure Meinung, egal ob so oder so, ist mir eigentlich scheißegal, weil ich war auch mit 136 Kilo eine verdammt geile Sau, weil wenn du dich selber liebst, dann ist das einfach so. Ah ja, aber du musst aber trotzdem zugeben, wenn du extrem abnimmst, dann macht das Leben schon leichter. Ich fühle mich so gut, darum mache ich jetzt auch so viel Sport, weil der Sport, der macht mir halt auch einfach viel mehr Spaß. Ich fühle mich gesünder, ich fühle mich fitter, ich fühle mich besser. Natürlich ist das einfach so. Aber jetzt mal ganz ehrlich, dieses Vorleben, diesen jungen Mädels, die dann in eine Schule gehen und sich mobben lassen und was weiß ich nicht, nur weil sie anstatt eine Size Zero eine Hosengröße 36 oder 38 haben. Also ich bitte dich, eine 42 und so ist doch scheißegal. Ja, aber da sind wir ja wieder genau, was du gerade sagtest, mit Internet und so. Und Internet, ja, dieses das forciert das Ganze. Mit 15 Filtern und was weiß ich. Ja. Und guck dir die mal an. Ja, ich esse ja hier. Du, ich kann alles essen. Ich sehe trotzdem so aus. Fickt euch mit eurem Gelaber. Das ist der größte Schwachsinn, der auf Gottes Erdboden rumrennt. Ja. Ja, Hashtag ist so. Hashtag verfickt nochmal ist so. Nein, und dann sollten die Jugendlichen auch mal wissen, dass es ja zu 90% nur noch um Verkaufen geht. Ja, es wird irgendwie gesagt, du brauchst das, du brauchst das. Geh mal zu irgendeinem Laden, in irgendeinen Supermarkt. Da gibt es jetzt mal nur als Beispiel nicht 10 verschiedene Gesichtscremes, da gibt es ja 100 verschiedene Gesichtscremes. Das ist ja der größte Schwachsinn, den es gibt. Wenn ich sehe, was meine Frau sich bestellt, dann holt die sich irgendeine Creme mit Hyaluron. Ich sage, was machst du? Ja, das ist gut für die Haut. Ich sage, du musst in die Scheiße dann spritzen. Aber du kannst doch nicht als Creme drauf. Ich sage, hör doch mal auf mit dieser Scheiße. Die hat 15 Cremes da oben. Ja, wie gesagt, die Firmen, die wollen verkaufen. Was ja auch legitim ist. Ja. Man muss ja nicht alles mitmachen. Muss ja nicht alles mitmachen. Ja. Das ist so ein Ding, was ist. Du wolltest ja auch quasi, weil du lachst mich auch immer aus, wenn ich mein Handy raushole
Und jetzt ist ein guter Mensch gekommen und hat mir mal ein Handy geschenkt. Ja, finde ich auch super. Ja, ich auch. Freue ich mich auch total tierisch drüber. Du dürftigen Typ, du kriegst von mir gleich auch noch ein Care-Paket mit ein paar Süßigkeiten, schöne Bluna und so mit. Ja. Dann kannst du ja auch noch auf der Fahrt, wenn du hier von der Bimmelbahn abgeholt bist, kannst du ja noch im Bus. Ich werde mit dem Bus abgeholt. Genau, mit dem Bus nach. Wie heißt das? Was heute fährt die 18 bis nach Istanbul. Ja, heute fährt die 18 bis nach Istanbul. Das war geil. Ich war mit Jürgen zusammen auf einer Weihnachtsfeier und da ist der Jürgen aufgetreten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt mal ehrlich, bin ich eigentlich immer, aber ich bin jetzt mal brutal ehrlich. Ich habe ja immer gedacht, was der Jürgen da macht, was für ein Mummenschanz und was für ein Tinnef. Aber ich muss euch mal ganz ehrlich sagen, der Jürgen hat eine Stimmung in die Bude gebracht. Halt dir mal die Ohren zu, das verträgst du nicht. Der hat eine Stimmung da reingebracht. Das war eine Party, das hat einen Spaß gemacht. Selbst ich habe bei der Kasperle-Musik mitgeschunkelt und gemacht. Du machst das wirklich richtig, richtig gut. Du bist ein Bewegungslegastheniker vor den Augen des Herrn, aber du machst das wirklich richtig gut. Ja, das hat mich auch sehr gefreut, weil weißt du, von welchem Zeitpunkt an ich wusste, dass das auch dir gefällt, weil normalerweise, wenn der Detlef was scheiße findet, dann dreht er sich um und geht. Aber der stand bis zum letzten Song da. Ehrlich. Song stand ich da vorne, hab mir das angehört. Ja. Und das war cool. Ja. Das war wirklich, du hast den Leuten, und das finde ich schön, und darum sollte man auch gerade diese Ballermann-Geschichte und diese Partymeile so toll finden. Ja, geh mal an dein Telefon. Ja, ist meine Frau, die kann jetzt aber warten. Du bist ja jetzt im Moment wichtig. Finde ich, kann man das auch mal wertschätzen, weil ihr wollt ja da jetzt nicht den nächsten Musikpreis gewinnen oder irgendwas. Ihr wollt den Leuten ja einfach nur ein paar unbeschwerte, schöne Stunden bereiten, genau, oder? Genau, das ist es. Genau das ist, was ich auch immer sage. Wenn viele, die noch nie auf Mallorca waren, noch nie am Ballermann waren, dann sage ich immer, das sind alles Menschen, die da stehen, die das ganze Jahr ganz hart arbeiten. Genau. Und einfach mal 3-4 Tage alle 5 gerade sein wollen. Einfach mal, ja, auch geistloses Lieder mitsingen wollen und ja, einfach Spaß haben wollen. Und deswegen macht mir so viel Spaß, weil ich sehe in meinem Berufsleben immer nur glückliche, feiernde, tanzende Menschen vor mir. Und deswegen, schön, und ne? Deswegen macht mir mein Job auch so viel Spaß. Schön, ne? Ja, klar. Weil ich finde es auch, ich bin ja ein bekennender Mallorca-Fan. Ich liebe die Insel. Ein sehr guter Freund von mir lebt auch da, den besuche ich öfters. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss immer einen Abstecher zum Ballermann machen, weil ich diese Unbeschwertheit und diesen Spaß, klar wird er auch mal. Ja, aber wann bist du? Aber mich hast du auch noch nie besucht da. Nee, weil ja, ich fand das, ich hatte immer Angst, dass du dann kommst und mich da erwähnst und dann muss ich da mal mit auf die Bühne. Auf so einen Scheiß habe ich keinen Bock. Nee, will ich ja nicht machen. Wenn du das nicht willst. Nächste Saison bin ich da. Dann werde ich einen Abend im Bierkönig, ne? Ja, Bierkönig und Oberbayern. Aber ja, jetzt mal ganz, ich brauche es ja nicht erwähnen. Also du wirst da auch keine 10 Meter unangesprochen durch die Massen gehen können. Das wirst du nicht sehen. Du wirst mich auch nicht erkennen. Ach, schon dein Bohrradanzug da? Dann wird nur auf meinen unnatürlich knackigen Arsch geguckt, der ja, ich muss das jetzt mal ein bisschen beschreiben, der ist ja unnatürlich behaart und man denkt die ganze Zeit, dass der Bohrradanzug ist ja in grün und dann geht ja durch die Po-Ritze geht ja dann dieser grüne Streifen, da denkt man wirklich, durch einen grünen Zaun getrennt, kämpfen zwei Dackel miteinander. Das will kein Mensch sehen und ich will mir das auch. Aber die hören das ja auch nur. Du kriegst auch die Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Aber die hören das ja auch nur. Ja, aber ich habe ja mal Fotos gepostet, wo du diesen Anzug anhattest. Ja. Und das sah unnatürlich. Hör mal, da hatte ich ganz viele Zuschriften von Damen, ja, die das schon für ihre Augen sehr erfrischend fanden. Ehrlich? Ja, fanden die gut. Okay. Da guckst du doof, ne? Nee, haben die dir aus dem Heim geschrieben? Nee, haben die nicht. Das ist Heimfrauen. Nee, haben die. Fanden das schon Heimfrauen, die kommen zu dir vor ich die Bühne. Ich glaube auch, manchmal redest du dir ganz viele Sachen schön. Ja, hör mal, wenn die Leute zu dir an die Bühne kommen, saufen die sich auch vieles schön, Jürgen. Ach, deswegen hat die Nicole mit mir auch mal Wein zusammen. Deswegen habt ihr euch da 2-3 Fläschchen reingeschmörgelt, ne? Ja, Jürgen, ich weiß, du bist in Zeitdruck, deshalb, ich würde gerne noch weiter mit dir quatschen, aber ich entlasse dich jetzt einfach mal. Ja, mein Töchterchen wartet, weil, das kannst du jetzt auch gerne erzählen. Weil was? Hat er schon wieder vergessen. Hab ich vergessen, ja.
weil ich habe doch dieses Handy geschenkt bekommen. Ach ja, stimmt. Der hat jetzt endlich mal ein Ich-Phone bekommen, der Jürgen. Und die Tochter wird sich jetzt mit dem hinsetzen und das einrichten. Und ich weiß jetzt schon, ich würde da so gerne Mäuschen spielen, weil bis Captain Neandertal das schnallt. Ne? Also wer die Nummer von Jürgen hat und den die nächsten 4 Wochen anrufen möchte, forget it. In diesem Sinne. Du, 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 du. Boah, alter Schwede, ey. Das war ja wieder nur Gesabbel. Was ist rausgekommen? Wie immer, nichts. Aber ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ja, Leute, nur mal so eine Info am Rande. Man kann den Podcast hier auch abonnieren. Also ich würde mich schon freuen, dann verpasst ihr nämlich keine Folge. In diesem Sinne. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Ne? Wenn es euch gefallen hat, haut doch einfach ein Like rein. Wenn nicht, euer Problem. Ja, Abo und Glocke ist für Benachrichtigungen. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Aber nächste Video solltet ihr gucken. Ne? Das wäre schon ziemlich Porno, meine Lieben. Denn das Neue wird immer alter als das Besser.